Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In den letzten Tagen war ich in der Festival-Spielliste ein bisschen fleißig, wie ihr seht. Einzig und allein die Daily-Forzaton-Aufgaben habe ich noch nicht alle gemacht, denn ja, viele davon werden natürlich erst ein paar Stunden bzw. ein paar Tagen freigeschaltet und auch die aktuellen Season-Meisterschaften habe ich noch nicht gemacht. Davon werde ich heute auch keine machen in dieser Folge und ich weiß auch nicht, ob ich in den kommenden Folgen alle in eine Folge stecken werde, denn wenn ich schon sowas sehe wie Buggies, dann habe ich schon wieder eigentlich genug, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es ja auch in der Vergangenheit so gemacht, dass ich nur ein paar ausgewählte Meisterschaften dann in eine Let's Play-Folge gesteckt habe. Es kann auch gut und gerne sein, dass ich in den kommenden Seasons auch vielleicht gar keine dieser Meisterschaften in einer Folge zeige, wenn da irgendwie die Kombination, finde ich, jetzt nicht so spannend ist. Vielmehr können wir dann ja eben die Triff-Folgen oder die RTDD-Folgen ein bisschen mehr rausbringen oder auch irgendwie mal was anderes machen. Was wir jetzt auf jeden Fall machen in der heutigen Ausgabe, wir schauen uns das Fahrzeug an, was man bei 50% Fortschritt in der aktuellen Sommerseason bekommt, nämlich den Ford Mustang RTR Spec 5 vom, ja, Tuner RTR, wie der Name schon sagt, oder so deutsch ausgesprochen RTR. Ich werde es, glaube ich, auch bei der deutschen Aussprache eher bleiben. Seid mir da nicht böse, dass ich da nicht beim Original, beim Original bleibe, denn ja, es geht mir einfach so ein bisschen besser von den Lippen. Aber nichtsdestotrotz, dieser Mustang, der ist vom ja, Formula Drift Champion, und zwar von Gittin Junior, der hat die Firma gegründet. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sein Formula Drift Mustang können wir nächste Woche im Herbst gewinnen. Da können wir nachher auch nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Aber ich würde sagen, wir werfen erstmal einen Blick auf diesen Mustang. Ja, sehr ikonisch natürlich bei diesen Mustangs. So dieses Licht da nochmal neben dem Kühlergrill. Finde ich sehr, sehr cool. Gerade in einem Grün ist es ja auch sehr, sehr bekannt. Zum Beispiel aus Need for Speed. Und ja, wir haben hier die Spec 5 Variante, die tatsächlich, was die Leistung angeht, ja, an das Serienfahrzeug anknüpft. Wir haben hier den ganz normalen, nicht angefassten 5-Liter-Motor aus dem Ford Mustang aus der 6. Generation, beziehungsweise aus dem Facelift der 6. Generation. Das heißt konkret gesagt, wir haben hier 466 PS und 570 Newtonmeter Drehmoment. Was mir aber halt sehr besonders gefällt bei diesem Fahrzeug, ist natürlich, ja, nicht nur einfach diese bisschen aggressivere Optik und dieses, ja, etwas breitere Fahrzeug, sondern was ich sehr, sehr geil finde, ist, wenn wir mal in den Innenraum gehen, da wurde das tatsächlich so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal rustig gemacht oder das Moderne mit dem Rustikalen so ein bisschen verknüpft, denn der neue Mustang, der Facelift Mustang, hat tatsächlich alles digital. Das ganze Tacho und alles ist dort digital und hier sehen wir, es ist schön analog gemacht, was ich sehr, sehr geil finde und ich finde, das passt einfach auch irgendwie so zu so einem Mustang und deswegen Hütchen ab an RTR bzw. an Gittin Junior. Da haben sie auf jeden Fall was sehr, sehr Schönes auf die Beine gestellt. Ja, mit dem Fahrzeug, wie gesagt, werden wir heute unterwegs sein. Den werden wir gleich in der Serie mal nochmal, ja, gegen drei Avatare antreten lassen. Aber wir werden natürlich auch ein bisschen tunen. Und bevor wir tunen können, müssen wir ja eigentlich, wie wir das auch in die letzten Male immer getan haben, erstmal auf unsere hauseigene Teststrecke und oder um rauszufinden, was das Fahrzeug gut kann und was es nicht so gut kann. Aber wir gehen heute tatsächlich nochmal einen Schritt mehr zurück, muss man eher sagen. Wir fahren das Ding nicht nur einfach in der Serie, wir fahren tatsächlich das in der Serie. Was ich damit konkret meine, wir fahren einfach den ganz normalen Mustang erstmal. Wir wollen ja erstmal wissen, wo ist denn der Unterschied zwischen dem normalen Mustang und dem eben RTR-Mustang. Den haben wir nämlich hier auch, den Mustang GT von 2018, auf dem das Ganze basiert, der auch schon, wie ich finde, sehr geil ausschaut. Und auch hier nochmal die Kontrolle, hier sehen wir, ist genau derselbe Motor, da wurde nichts angefasst. Also, ja, aber genau mit dem werden wir jetzt erstmal auf die Teststrecke gehen und dann im Anschluss direkt dann mit dem Spec 5 RTR-Mustang. Und da brüllt der V8-Motor des Ford Mustang GT schon los. Ja, was gibt's zum Sagen zu dem Fahrzeug? Vielleicht nochmal ein weiteres technisches Detail bei dem Fahrzeug. Wie gesagt, 466 PS, 470 Newtonmeter Drehmoment, habe ich gerade schon gesagt. Ich wiederhole es aber trotzdem nochmal gerne. Ja, das Ganze auf fast 1,7 Tonnen Gewicht. Also das, oder so ein Mustang ist tatsächlich kein Leichtgewicht. Und das merkt man leider auch schon in so der gesamten Testrunde an. Man schleppt hier immer ein bisschen Gewicht mit und das Fahrzeug, ja, man kann nicht sagen, dass es mega sportlich ausgelegt ist. Wir haben tatsächlich hier Forza intern die Sportreifen standardmäßig schon drauf. Davon spürt man tatsächlich nicht so viel. Das ganze Fahrzeug fühlt sich sehr indirekt an, sehr, ja, sehr schwammig an, sehr hoch an. Vor allem der Schwerpunkt wirkt sehr, sehr hoch bei diesem Fahrzeug, muss ich sagen. Und das lässt einfach
ja, dem Fahrer, also konkret gesagt in dem Fall jetzt mir, kein so gutes Gefühl da. Man traut sich nicht so richtig ans Limit. Natürlich habe ich das dann versucht, über ganz, ganz viele Versuche hier auf dieser Teststrecke ans Limit zu gehen. Ich denke, ich habe es dann auch irgendwo ganz gut erreicht, aber der Grad des Limits ist beim standardmäßigen Mustang sehr, sehr schmal. Also man braucht, finde ich, sehr lange oder es ist sehr schwierig, an dieses Limit ranzukommen. Und wenn man mal dran ist, dann rutscht man sehr, sehr schnell drüber hinaus. Und das, ja, war nicht einfach zu fahren, muss ich sagen. Ja, zur Einlenkreaktion. Das muss ich aber auch nochmal ein bisschen klarstellen. Die ist eigentlich sehr gut bei dem Fahrzeug. Das Problem ist einfach nur, dass es halt durch den hohen Schwerpunkt, durch diese Indirektheit irgendwo, dann aber halt, ja, sehr schnell zum Ausbrechen kommt und man rutscht sehr schnell und ja, eigentlich eine super Basis, um das Ding zu driften, aber um jetzt wirklich hier auf den Forza Horizon Rennstrecken wirklich zu dominieren, ist der Serienmustang mir dann doch ein bisschen zu schwammig. Da muss definitiv ein bisschen was gemacht werden, aber die Basis ist natürlich genial, ne? Ich meine, Motor vorne, Heckantrieb, eine gute Gewichtsverteilung, ein bisschen zu viel Gewicht, aber trotzdem gut, finde ich eigentlich in Ordnung. Also das kann man so auf jeden Fall stehen lassen. Gut, die letzten Meter gucken wir mal uns jetzt noch an und dann geht's direkt schon zum RTR-Mustang. Und der peitscht den V8 natürlich jetzt auch nach vorne und das mit einem, wie man schon vielleicht direkt merkt, kürzerem Getriebe. Ja, der hat ein bisschen kürzeres, knackigeres Getriebe, was das Ganze schon mal ein bisschen sportlicher wirken lässt. Und ja, zu den Fahreigenschaften kommen wir direkt mal drauf zu sprechen. Das Fahrzeug liegt einfach unglaublich viel besser. Also man merkt, dass die Reifen breiter sind. Wir haben deutlich breitere Reifen bei dem RTR Mustang. Also wir haben ein bisschen mehr Querschnittsfläche, wir haben dieselben Forza-internen Sportreifen standardmäßig drauf, also das ist gleich. Aber halt eben breiter, das Fahrzeug ist insgesamt breiter, es liegt tiefer, der Schwerpunkt ist besser verteilt. Also das, was ich gerade ankritisiert habe, das ist hier wirklich Bombe, muss man sagen. Obwohl das Fahrzeug nochmal knapp 50 Kilogramm schwerer ist oder über 50 Kilogramm schwerer ist, davon merkt man tatsächlich nichts. Man merkt tatsächlich auch, dass diese Aerodynamik, insbesondere der Heckflügel, der nochmal ein bisschen verändert wurde, das können wir gleich uns nochmal anschauen im Forza Vista-Modus, tatsächlich auch für Anpressdruck sorgt. Man merkt tatsächlich, hier hat es auch irgendwo einen Sinn. Und das Fahrzeug fährt sich deutlich sportlicher, deutlich angenehmer. Man kann viel mehr am Limit agieren, an der Leistungsgrenze agieren und dementsprechend hat sich das Fahrzeug einfach viel, viel besser angefühlt. Nichtsdestotrotz wissen wir jetzt natürlich nicht, was für eine Zeit denn ja diese getunte Variante so rausbringt. Ihr seht, oben habe ich das ein bisschen ausgeblurrt und da einfach die Frage allgemein mal an euch. Wollt ihr in Zukunft das immer so haben, dass ihr gar nicht wisst, was für eine Zeit da oben ist? Weil man kann sich ja immer so ein bisschen spoilern lassen, damit ich einfach so direkt, wenn es durchs Ziel geht, direkt auf die Tabelle gehe. So wie ich das jetzt heute machen werde, nur dass wir jetzt gleich beide Zeiten auf einmal sehen werden. Ja, der Spoiler mache ich schon mal, beide Zeiten sind sehr, sehr nah zusammen. Deswegen kann man die auch gut und gerne auf unserer besten Liste auf eine Seite packen. Aber ja, einfach da mal die Frage auch allgemein, ob ich das einfach immer ausblören soll, dass ihr jetzt gar nicht seht, was für eine Zeit da steht und dann einfach direkt, wenn wir durchs Ziel fahren, die Liste einblende, was es denn am Schluss oder schlussendlich geworden ist. Ja, nichtsdestotrotz lasse ich auch hier mal die letzten paar Meter euch nochmal alleine, aber das Ergebnis wissen wir jetzt gleich schon. Und da haben wir die Tabelle und haben die beiden Ergebnisse, die hier ja so türkis, grün, blau hervorgehoben sind. Ja, der RTR Mustang schlägt den Serien Mustang trotz gleicher Motorleistung bzw. gleichem Motor, aber ein bisschen kürzerem Getriebe, das muss man dazu erwähnt haben. Aber trotzdem beachtlich. 8 Zehntel schneller das Ganze und ja, dazwischen quetscht sich noch der R6 Avant, der die ein bisschen voneinander trennt. Aber man sieht auf jeden Fall das, was man oder was sich besser angefühlt hat, hat das Fahrzeug einfach auch wirklich besser gemacht auf der Strecke. Und das, ja, zeichnet einfach diese bessere Rundenzeit aus. Obwohl, wie gesagt, das Auto schwerer ist, klar, durch den Breitbau, durch die breiteren Reifen und dementsprechend müssten auch größere Felgen verbaut werden und, wird das Auto einfach ein bisschen schwerer. Aber auch die Aerodynamik, die ich angesprochen habe, die wirkt sich auf jeden Fall aus bei einem Fahrzeug. Das hat man gespürt. Viel stabileres Heck, auch in den schnellen Abschnitten, da wo die Aerodynamik wirkt. Also das ist schon wirklich, wirklich gut gewesen. Wir gehen zurück und ja, da sehen wir gerade auch wunderschön den Arsch des Fahrzeugs und den Heckflügel. Den gucken wir uns jetzt aber hier gerade nochmal im Detail an. Und genau, da haben wir das Ganze.
nochmal im Detail. Da sehen wir da so ein bisschen so eine Lippe dran gebaut. Und dementsprechend wirkt das Ganze auch sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt mal raus und fahren vielleicht ein kleines Rennen nochmal in dem Serientrim. Und dann werden wir natürlich ein bisschen tunen. Und dann wollen wir natürlich auch mal rausfinden, was wir da so noch so rauskitzeln können aus diesem Mustang und wie sich das Ganze dann so fahren lässt. Ja, Modern Muscle, da ist das Ganze einsortiert. Da wählen wir das Ganze einfach auch mal aus. Und ja, mir gefällt er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man kann natürlich jetzt die Kritik schreiben, hätte es sich nicht vielleicht gelohnt, einfach nur ein Bodykit-Update für den normalen Mustang zu machen. Aber naja, wir wissen ja spätestens seit dem DiBerti-Design, dass halt eben auch, oder seit Hoonigan, dass eben die Marken, diese Tuning-Marken auch einzeln reinkommen. Ich finde es nicht schlecht, also RTR oder RTR, wie gesagt, aber ich spreche es einfach deutsch aus, seid mir da echt nicht böse. Finde ich, ist ein geiler Mustang, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen in Need for Speed. Und yo, was macht der Cadillac da? Der drückt uns regelrecht raus. Von dem her finde ich es jetzt nicht schlimm, dass er reinkommt. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass wir gleich zwei Formula Drift Mustangs jetzt dann noch in den nächsten Wochen beziehungsweise mit den neuen Jahreszeiten dazu bekommen. Ich glaube, Kitin Junior seiner hätte mir irgendwie gereicht, aber gut, ist jetzt halt so. Will mich da definitiv nicht beschweren. Ist auf jeden Fall ein geiles Fahrzeug. Und ja, die drei Mustangs tatsächlich, die jetzt hier in Horizon Stück für Stück reinkommen, beziehungsweise freigeschaltet werden können, die gibt es in Forza Motorsport 7 schon direkt. So, ich vergesse immer hier ein bisschen mehr zurückzuschalten bei dem hier. Also die kann man dort schon direkt ausfahren und ja, da kleiner Hinweis, es wird vielleicht heute, vielleicht morgen, ich weiß noch nicht wann, aber auf jeden Fall mal wieder ein paar mehr Forza Motorsport 7 Let's Play Folgen geben. Und da werden wir auch eben mit diesem Mustang einsteigen. Und dann fahren wir den nämlich einfach mal auch in Motorsport, wo ja die Physik ein bisschen anspruchsvoller ist als hier in Horizon. Und vor allem werden wir dort dann halt auf wirklichen Rennstrecken der Welt unterwegs sein. Und dann schauen wir mal, wie er sich dort dann so schlägt. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Horizon, jetzt bleiben wir erstmal bei der Open World hier in Großbritannien. Und schauen, wie wir uns hier so anstellen können. Ja, und der Tacho halt innen, das ist ja sehr, sehr geil. Das kann ich euch ja gleich auch nochmal zeigen, wie das tatsächlich jetzt beim Serien-Mustang, beim Facelift der sechsten Generation ausschaut. Für die Leute, die es eben nicht wissen, habe ich ja schon erwähnt, da ist alles digital. Hier ist es alles analog oder so eine, ja, so eine Mischung aus Moderne und eben dem Analogen finde ich sehr, sehr cool. Fällt mir sehr, sehr gut. Ja, und das gute Fahrverhalten, alles zahlt sich tatsächlich aus. Sehr, sehr schön. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist ja natürlich auch, dass dieser Spec 5 RTR Mustang nur 2 Li höher ist als der normale Mustang, der jetzt hier gerade auf dem zweiten Platz gelandet ist. Also, ja, die sind schon sehr gleich auf. Aber halt doch so viel anders zu fahren. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, wählen wir ganz kurz mal den anderen Mustang nochmal aus. Ich meine, das geht ja eigentlich relativ fix. So, wenn wir hier auf Ford gehen, vorher bin ich so Richtung M gegangen, weil ich Mustang machen wollte, aber ja, Mustang ist zwar irgendwo schon eine eigene Marke, aber es ist trotzdem noch irgendwo Ford und dementsprechend, ja, wählen wir den mal ganz kurz aus und dann kann ich euch den Tacho ja auch hier nochmal zeigen, den ich natürlich nicht schlecht finde, aber irgendwie finde ich halt dieses Analoge schon irgendwie cool. Ja, sonst vom Innenraum sehen wir, ist natürlich sehr, sehr gleich, natürlich, aber eben hier alles digital. Zähle ich nicht schlecht. Aber ja, ich finde es geil beim RTR, muss sagen. So, bevor wir jetzt aber zum Tunen kommen, möchte ich natürlich nochmal das Thema Spielliste, die Festival-Spielliste anschneiden. Denn in der Forza-Community und vor allem auch hier in der Community kam das Ganze nicht so gut an. Und in der letzten Folge, die am Freitag erschienen ist, habe ich das ja eher eigentlich als geil empfunden. Und euch ja, ein bisschen oder beziehungsweise ein Gesichtspunkt ein bisschen aus der Acht gelassen. Und da gebe ich tatsächlich allen recht, die dieses ganze System hier, dieses neue System kritisieren. Einmal
finde ich es, wie schon am Freitag gesagt, sehr, sehr geil, dass man jetzt so eine Übersicht hat, was man jetzt alles in einer Season machen kann. Dadurch entgeht einem halt eigentlich nichts. Ja? Wenn man sagen möchte, hey, ich möchte das alles mitnehmen, ich möchte zum Beispiel eben den Galaxy-Pullover oder Galaxie-Pullover nicht verpassen, dann sieht man das hier sofort, man kann alles machen. Und zudem obendrauf gibt es jetzt halt noch einen kleinen Bonus, wenn man halt eben 50% oder 100% abschließt, dann kriegt man sogar noch ein Fahrzeug geschenkt oder wie zum Beispiel jetzt der Porsche 914-6, also der Volks-Porsche, den es noch gar nicht bis jetzt im Spiel gab, hat man dann zum ersten Mal die Möglichkeit, den zu gewinnen. Das Ganze sogar übergreifend dann sogar nochmal für alle 4 Wochen bzw. alle 4 Jahreszeiten gibt es nochmal so einen Bonus. Das finde ich ja schon sehr irgendwie cool, dass man halt auch irgendwie gefördert wird, das zu tun. Aber Kritik war, dass erstens nicht alle Aufgaben möglich sind, wenn man zum Beispiel auf der Xbox kein Xbox Gold hat. Denn zum Beispiel diese Koop-Geschichten, ja, wie das hier oder auch diese Minispielgeschichte oder auch eben die Online-Abenteuer, die gehen natürlich nur online und dementsprechend kann man das ja gar nicht machen. Nicht jeder hat Xbox Live Gold, das kann ich auch absolut verstehen und damit sind zum Beispiel diese 50% schon sehr, sehr schwer zu erreichen und die 100% sind natürlich unmöglich zu erreichen. Des Weiteren ist es halt auch so, alles abzuschließen, das kostet schon irgendwo Zeit, die man nicht unbedingt immer hat. Und vor allem ist es ja auch so, selbst wenn man die Zeit dafür hätte, das zu tun, möchte man immer eigentlich alles hier machen. Ja, weil viele Sachen, wie ich zum Beispiel sage, die Buggies, boah, nee, ey, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also für mich ist es auch, ich mach's halt, aber ich verschwende dann halt, keine Ahnung, 20 Minuten meines Lebens, nur um dieses Ding abzuschließen. Ja, ich weiß halt nicht. Das ist halt auch so eine Sache, was ich nicht sehr gut gelöst finde. Ich habe dann auch in den Kommentaren den Leuten auch schon geantwortet, die da Kritik geäußert haben. Ich fände es tatsächlich auch besser, würden sie dieses 50% und 100% einfach ein bisschen reduzieren. So, dass man schon was machen muss, ja, dass man es nicht geschenkt bekommt, finde ich ja in Ordnung, dass man was erledigen muss. Aber ich glaube, 25% und 50% oder von mir aus 30% und 60% oder irgendwie sowas, also deutlich geringerer Wert, hätte doch auch gereicht. Einfach, man muss ein bisschen was machen in der Woche und dann kriegt man trotzdem beides, ja. Wenn man halt nichts macht, kriegt man halt nichts. Aber so finde ich es tatsächlich auch sehr, sehr unfair. Gerade, ich denke mal, im Frühling werden viele den BMW M3 GTR, den E46 haben wollen und das wird natürlich eine schwierige Aufgabe sein. Hier sieht man auch schon mal wieder schön, ich habe ja im Frühling auch schon ein paar mehr Prozent, weil die ja wieder irgendwelche Meisterschaften schon recycelt haben, aber ja, trotzdem. Ja, das finde ich auch nicht gut, deswegen gebe ich euch da recht, das einfach auch nochmal abschließend an dieser Stelle und ja, ich werde mal versuchen, den Support anzuhauen, das kann ja jeder von euch tun, einfach mal den Support anschreiben, das mal vorschlagen vielleicht und vielleicht kann ich auch hier und da den einen oder anderen Entwickler auch erwischen und es denen mal unterbreiten, weil prinzipiell finde ich die Idee nicht schlecht der neuen Spiellisten, aber in der Umsetzung hapert es dann leider doch gewaltig, wie ich finde, und da gebe ich auch allen Kritikern hier in der Community absolut recht. So, wir gehen jetzt aber rein. Wir wollen ein bisschen tunen, beziehungsweise wir gehen jetzt einfach mal zum Festival und gehen mal zurück. Ah ja, noch was in Sachen Spielliste. Möchte ich auch nochmal an der Stelle erwähnen. Ich habe jetzt extra auf unserem Discord, auf unserem Community-Discord im Forza Horizon 4 Bereich einen extra Chat aufgemacht, nur für diese Spielliste. Das heißt, gerade für die, jetzt gehen wir doch nochmal drauf, Entschuldigung, gerade für diese Koop-Geschichten, ja, wenn ihr da Leute sucht, weil es geht einfach in der Gruppe viel schneller und einfacher, dann gibt es jetzt dort eben extra Channel oder wenn ihr Fragen habt, hey, wie kann ich zum Beispiel hier diese 3 großartigen Angeberfähigkeiten oder Fähigkeitsketten auslösen, also oder auch eben zum wöchentlichen Forza-Ton, wenn ihr da ein Problem habt oder so weiter, verknüpft euch gerne mit unserem Discord, Discord gibt es für Smartphone, für PC, ich glaube für Konsole gibt es Discord auch mittlerweile. Join da unserem Discord, findet ihr alle Details in der Videobeschreibung. Da gibt es, wie gesagt, jetzt ein extra Horizon 4 Spielliste, Festival Spielliste Channel. Und da könnt ihr euch dann austauschen und verknüpfen, zusammen die Aufgaben erledigen. Ich finde, wir können ja das auch nutzen, dass wir gemeinsam so eine große und starke Community sind, um eben diese Aufgaben zu erledigen. Also nutzt das auf jeden Fall. Das wollte ich einfach auch nochmal loswerden. So, jetzt aber wieder wirklich back to topic. Wir wollen das Ding ein bisschen aufbauen, beziehungsweise auch optisch ein bisschen hermachen. Gucken wir mal, was es da vielleicht für schöne neue Designs gibt, was wir da so haben. Ah, guck mal hier, der Andi hat ein NFS-Design gemacht. Kommt mir aber ein bisschen zu grau rüber tatsächlich, aber vielleicht täuscht das einfach auch. White and Black hier, finde ich auch nicht schlecht. Eragos hat ein sehr cooles Design hier gemacht. Hier hat einer Gitchen Junior quasi Versuch gemacht, den nachzustellen. Also sind schon ein paar coole dabei. Das ist ja NFS Payback-mäßig, wäre eigentlich schon cool. Das suchen wir vielleicht gerade mal. Machen wir gerade mal NFS. Weil die Designsprache fand ich eigentlich auch ganz geil.
Der hat das auch. Ich glaube, das Grün kommt ein bisschen besser rüber, weil das ist mehr so ein Gelb-Giftgrün, wie auch immer. So ein Textmarker gelblich eher. Ich glaube, der hat das ganz gut getroffen, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal. Gucken wir es uns mal an. Geil wäre natürlich, wenn man die Leuchten vorne auch farblich ändern könnte. Aber ja, das sieht schon ganz gut aus. Aber man hat hier ja auch eben an der Brembo-Bremsanlage diese grünen Akzente in den Felgen und so weiter. Das passt dann schon ganz cool. Ja, so machen wir das. Finde ich gut. Dann haben wir die Optik-Sache auch schon mal erledigt. Und dann gehen wir jetzt aber zum Tuning. Und da können wir einen 5,2 Liter V8 einbauen, einen 8,4 Liter V10 und einen 7,2 Liter V8. Also da ist auf jeden Fall eine mächtige Auswahl am Start. Gerade der 7,2 Liter V8 ist natürlich eine Wucht, muss man sagen. Aber wir bleiben mal beim 5 Liter Motor. Könnten den Ganzen jetzt mit einem Kompressor ausstatten. Und es gibt ja auch den... Ich weiß nicht, welcher Spec das ist. Ich glaube, Spec 3 vom RTR, muss sagen. Der hat, glaube ich, ein Kompressor-Kit dazu. Das kann man auch, glaube ich, extra bestellen bei RTR. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil vor allem auch, wenn man jetzt mal Konkurrenzprodukt, ein Camaro nimmt, gerade ein ZL1 oder so, hat ja auch einen Kompressor-Umbau. Und deswegen machen wir einfach mal einen Kompressor drauf. Ich glaube, das ist dann leistungstechnisch schon eine coole Sache. Ja, optisch können wir natürlich noch die Forza-Splitter-Geschichte anbringen. Ja, könnte man machen, finde, brauchen wir aber nicht. Auch den großen Flügel oder gar keinen Flügel können wir machen, aber ich glaube, das lassen wir alles mal. Das ist schon ganz cool so. Was wir aber machen können, ist vielleicht entsprechend ja, beschriftete Reifen können wir machen, aber ich glaube, das ist too much. Ich glaube, die ganz normalen Semi-Slicks reichen da vollkommen aus. Wir können das Ganze noch schön breit, boah, wir können das richtig breit machen. 285 haben wir hier standardmäßig. Ich glaube, der normale Mustang GT hat 265, glaube ich, von der Breite her an der Front. Und boah, bis 335 können wir da vorne machen. Boah, das ist aber arg viel, oder? Was können wir hinten machen, der bei 305 anfängt? Da ist, glaube ich, der Serienmustang bei 285. Wenn ich mich nicht täusche, können mich jetzt aber auch irren. Oder 275 könnte auch sein. Du nicht zur Sache, ist auf jeden Fall weniger. 355, ja, machen wir, oder? Also wenn, dann machen wir das. 305, aber vorne... Ja, komm, machen wir mal. 335 zu 355. Wir können das Ganze auch noch mal ein bisschen breiter rausstellen. Wobei, bevor wir das machen, bauen wir doch vielleicht mal noch ein entsprechendes sportliches Fahrwerk ein. So ein Rennfahrwerk. Jawohl. Dann gucken wir doch mal, wenn wir das so ein bisschen rausstellen, wie das dann so wirkt. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Und hinten können wir auch. Ja, da können wir auch voll rausgehen. Boah, das sieht dann schon, das sieht echt noch mal ein bisschen übler aus, muss ich schon doch ehrlich gestehen. Schon nice. Ja, Felgen lasse ich, finde ich geil. Also wir bleiben bei dem RTR-Stil, RTR-Stil. So, ja, Kupplung machen wir mal, Getriebe können wir auch noch mal, dass wir es einstellen können. Wir machen Diff rein. Ich mache jetzt keinen Vollaufbau. Ein bisschen machen wir aber was. Was können wir hier noch? Überrollkäfig. Soll man Überrollkäfig reinmachen? Aber gut, der kommt schon rein, wenn ich nur die Verstrebung einbaue. Aber irgendwie wäre es cool, oder? So ein getunedes Ding mit Überrollkäfig. Vom Gewicht sind wir da natürlich richtig hoch, aber das Gewicht reduzieren wir jetzt einfach hier mit nochmal. Würde ich sagen, da können wir ruhig die maximale Sache reinbauen. Ja, Bremsen, normalerweise würde ich die sofort einbauen, aber ich finde das eigentlich relativ geil, diese Brembo-Bremsanlage, die wir hier haben. Und so schlecht sind die Bremsen jetzt nicht, deswegen lassen wir mal das Handicap einfach stehen, dass wir diese sowieso schon getunten Bremsen von RTR drin lassen und jetzt mal nicht die Rennbremsen reinmachen. Leider können wir die Bremssättel immer noch nicht lackieren. Das wurde zwar angekündigt, dass das irgendwann mal kommen soll, aber bis jetzt wurde dieses Update noch nicht nachgeliefert oder eingereicht. Aber ja, vielleicht kommt es ja mal irgendwo noch. So, dann, ja, jetzt können wir leistungstechnisch eigentlich schon ordentlich reinklöppeln. Dann würde ich sagen, Luftfilter machen wir auf jeden Fall, Abgasanlage machen wir auf jeden Fall. Ja, Kompressor, upsala, Hubraum würde ich lassen. Kompressor könnte man natürlich ein bisschen was machen. Ich meine, wir haben so breite Reifen, wir haben Semislick-Reifen, also wir können auf jeden Fall eine Leistung was machen. Nockenwelle wäre auch noch eine Möglichkeit, da was zu machen. Und ja, gucken wir mal, dass wir vielleicht genau auf Leistungsindex 900 kommen. Ich würde sagen, das steht ihm schon ganz gut. Natürlich, klar, wenn wir umso mehr Leistung, umso schwieriger wird es nachher für die Bremsen, aber was soll's. So, da können wir das hier machen. Machen wir vielleicht. Ja, Hubraum ist... Wie viel können wir denn machen? 6,2 Liter können wir, also so ein 5 Liter können wir in 6,2 Liter machen. Das ist natürlich ein gewaltiger Sprung. Aber machen wir jetzt mal nicht. Wie gesagt, wir bleiben da mal. Ja, dann machen wir das noch rein. Und dann die Schwungscheibe geht nicht mehr.
dann würde ich das mal so lassen. Dann haben wir leistungstechnisch 585 kW Leistung. Und rechnet was ganz kurz mal um. Was das dann in PS ist, da können wir ein bisschen mehr mit anfangen. Das wären dann 795 PS, 910 Newtonmeter. Das Ganze jetzt auf 1,4 Tonnen Gewicht verteilt. Ich glaube, das ist schon echt sehr, sehr übel. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich das Ding jetzt gleich fahren lässt. Aber ich glaube, das fährt sich trotzdem gut, weil wir so breite Reifen haben. Also der mechanische Grip muss ja unglaublich sein. Gut, so um enge Kurven werden wir wahrscheinlich jetzt nicht so geil kommen. Aber ich glaube, das könnte schon sehr, sehr, sehr mächtig sein. Ja, das Einlenkverhalten ist jetzt, beziehungsweise um diese engen Ecken rum, wie ich schon gesagt habe, da haben wir natürlich jetzt ein bisschen Probleme. So, hier ist jetzt nämlich keine Straße mehr, da müssen wir jetzt ein bisschen Umweg fahren, ja. Klar, also wir haben jetzt natürlich so breite Reifen, das ist natürlich schwierig, aber da werden wir jetzt gleich im Feintuning vielleicht mal ein bisschen was machen können. Fahren wir noch ein paar Meter. Das Getriebe ist halt super kurz bei dem Ding. Aber wir haben ein 10-Gang-Getriebe, ne? Darf man auch nicht vergessen beim Mustang. Aber das heißt ja nicht, dass wir alle Gänge jetzt auch wirklich ausnutzen müssen. So, was machen wir mal ganz kurz am Feintuning? Bisschen ein paar Sachen noch. So, wir machen ein bisschen auf jeden Fall den Reifendruck runter. Ja, Getriebe ist halt super, super kurz. Ich würde es gerne mal ein bisschen länger setzen, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich jetzt jeden Gang so krass ausfahren müssen. Ja, Einlenkverhalten machen wir. Wir brauchen nicht ganz so viel Sturz, finde ich. Dann, ja, machen wir vorne die Stabis mal ein bisschen weicher. Nicht viel. Das können wir eigentlich lassen. Ja, so zu tief brauchen wir es auch nicht legen. Diff, ja, eigentlich ist das völlig in Ordnung. Also eigentlich können wir es so ein krasses Diff lassen, weil wir eigentlich so viel Grip haben. Ja, okay, das Einlenkverhalten ist jetzt krass anders schon. Aber klar, bei so breiten Reifen wirkt sich natürlich alle Änderungen am Fahrwerk mega direkt aus. Weil wenn die breiten Schlappen da vorne natürlich in der Richtung... Wow, okay, der Randstein war natürlich jetzt nicht so geil. Aber wenn die breiten Schlappen da vorne natürlich in irgendeine Richtung gedrückt werden durch eine Lenkbewegung, dann reißt natürlich das ganze Fahrzeug darum. Das ist ja irgendwie klar. Aber wenn wir denken, wie viel Leistung wir jetzt hier haben, alles auf die Hinterachse angetrieben, ist es schon heftig. Ja, nicht schlecht. Ja gut, dann fahren wir auf jeden Fall jetzt mal noch ein Rennen, würde ich sagen. Ja komm, nehmen wir doch gerade das Rennen hier vorne. Und fahren vielleicht auch noch ein zweites hinterher. Ich habe ja auch ein bisschen Off-Topic, oder was heißt Off-Topic, halt zu dem Spiellistenthema, zu eurem Feedback hier in der Community ein bisschen gelabert. Und dadurch ist natürlich ein bisschen Zeit natürlich von diesem Mustang weggegangen. Deswegen fahren wir auf jeden Fall jetzt noch zwei Rennen. Fahren wir dieses kleine Rundkursrennen hier und dann fahren wir noch ein Sprintrennen danach. Und ja, ansonsten schreibt gerne auch mal in die Kommentare und diejenigen, die sich den Mustang schon gegönnt haben, die diese 50% schon geschafft haben, wie ihr den so findet. Also ich bin begeistert. Ich finde den optisch geil. Ich finde den von der Fahrtechnik her geil. Also in der Serie schon. Er ist natürlich getuned, ist es auch schon mal eine Ansage. Und macht wirklich, wirklich Laune zu bewegen. Dann müssen wir uns hier irgendwo vorbei quetschen. Ich muss ja wirklich auch gestehen, ich finde das Facelift dieser sechsten Mustang-Generation auch wirklich sehr, sehr gelungen. Wobei es lieber auf den zweiten Blick war. Als der rauskam, dachte ich so, ah, ja, ich weiß nicht. So, schwierig. Ich finde, glaube ich, die normale sechste Generation, also die Non-Facelift-Variante, schöner. Aber dann, je länger ich den angeguckt habe, je geiler fand ich den, muss ich wirklich sagen. Und jetzt will ich den Non-Facelift eigentlich gar nicht mehr angucken. Jetzt finde ich nur noch die Facelift-Variante geil. Oh, anders als tatsächlich beim Camaro. Weil beim Camaro ist es so, dass ich ein Riesenfan bin. Also eigentlich, wenn man kann sich ja immer die Frage stellen, ja, zwischen Dodge, Chevrolet und Ford, eben diese drei, eben
was wir halt haben. Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger. Und da bin ich eigentlich all the way Camaro. Aber jetzt die Facelift-Version von dem neuen Camaro. Nee, sorry, geht einfach gar nicht. Also da muss ich es wirklich sagen. Nee, da hat Mustang meilenweit die Nase vorne. Und wenn ich mich jetzt aktuell entscheiden müsste zwischen den aktuellsten Facelift-Versionen, dann würde ich auf jeden Fall den Mustang nehmen. Muss ich wirklich sagen. Gefällt mir viel, viel besser. Oder halt eben Non-Facelift vom Camaro. Das würde natürlich auch klar gehen. Aber kam ja auch in der Camaro-Gemeinde selbst nicht so gut an. Das, was da Chevrolet gemacht hat. Also müssen sie je nachdem nochmal eine Facelift vom Facelift machen. Oder halt gleich die nächste Generation nachschieben. Aber bei Chevrolet oder bei Chevrolet und ihren Sportmodellen, muss man sagen, läuft es ja aktuell sowieso nicht ganz so rund tatsächlich. Auch die neue Corvette hat anscheinend ein bisschen Probleme in der Entwicklung. Und natürlich wissen wir alle schon, dass die C8 Corvette einen Mittelmotor bekommen wird. Das ist natürlich bei den Fans jetzt auch schon mal nicht so geil angekommen. Wobei ich da halt immer sagen muss, da muss man vorsichtig sein. Das sollte man vielleicht erstmal abwarten, was oder wie es dann schlussendlich wirklich ist. Aber natürlich, wenn es ja jetzt schon so ein bisschen Probleme gab, ja, ist natürlich auch nicht so geil, muss man tatsächlich sagen. Aber gut, lassen wir das auch mal so stehen. So, dann als kleine Overtime heute, wie gesagt, machen wir noch ein kleines Sprintrennen. Machen wir gerade vielleicht das hier. Ein sehr schwieriges Sprintrennen, muss man sagen. Ich glaube, so oft habe ich das noch nicht gewonnen, weil es sehr, sehr kurvenreich ist und ja, wie der Name eigentlich schon sagt, die Ideallinie halt die ideale Linie ist. Dementsprechend ist es nicht so einfach, davon abzuweichen und dann trotzdem irgendwie zu gewinnen. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Ich habe Vertrauen in das Fahrzeug. Macht, wie gesagt, einen geilen, geilen Job. Und ich bin mal sehr gespannt auf die Formula-Drift-Version, die, glaube ich, über 1000 PS oder sowas haben oder an die 1000 PS haben. Also richtig kranke Dinger. Da sind wir hier sogar noch mit der Leistung noch davon echt entfernt. Aber wie schon gesagt, in Forza Motorsport kann man die drei RTR Mustangs alle schon fahren. Beziehungsweise quertreiben. Allerdings in Forza Motorsport, ja, drifte ich nicht so gerne. Ich finde es ein bisschen zu anspruchsvoll, muss ich sagen. Driften ist ja sowieso nicht meine Welt. In Horizon kann ich es, glaube ich, ganz passabel und macht auch ganz Spaß. Aber da gibt es natürlich trotzdem Leute, die das besser können. Das, da bin ich schon sehr ehrlich. Hier oben raus merkt man tatsächlich so bei den ganz, ganz hohen Geschwindigkeiten, dass tatsächlich eine Aerodynamik da ist, die das Fahrzeug dann auch ein bisschen ausbremst. Aber in den schnellen Kurven merkt man es halt auch, dass das Fahrzeug super, super ruhig liegt und gar keine Anstanden macht. Ja, die Kurve habe ich jetzt ein bisschen falsch eingeschätzt. Das war natürlich nicht so schön. Damals ein bisschen Zeit verloren, aber jetzt gerade eben diese schnellen Kurven, die jetzt hier kommen. Genau die Stärke dieses Fahrzeugs. Aber wir können trotzdem viel, viel geiler bremsen als die Konkurrenz zum Beispiel. Also, ja, ist okay, dass wir die Rennbremsen nicht eingebaut haben. Die Serien, in Anführungsstrichen Serienbremsen, machen da schon einen ganz guten Job. Von der Feineinstellung her ist es nicht ganz optimal, bin ich ganz ehrlich. Hier und da wirkt er doch leicht untersteuernd noch. Könnte man natürlich jetzt alles noch ein bisschen anpassen, aber Kürze der Würze der Folge ist es okay. Und macht auf jeden Fall gut Laune. Ja, und trotz nicht gerade perfekter Fahrleistung meinerseits gewinnen wir das Rennen
ohne Probleme, was einfach nur für dieses Fahrzeug spricht, muss ich wirklich so sagen. Ja, sehr, sehr geil. Ich hoffe, die Folge hat dir viel Spaß bereitet, hat dich gut unterhalten. Du bist gut in die Woche gekommen oder zumindest mal mit dieser Folge gut in die Woche gekommen. Wie gesagt, gib mir gerne Feedback bezüglich den Testrunden oder besten Listenrunden, nennt es wie ihr wollt, ob ich eben diese Anzeige oben ausblurren soll und direkt dann immer auf die Liste schwenken soll oder ob ich erst den Zwischenschritt wieder machen soll, wo ich sage, hey, das ist die Zeit und dann springen wir auf die Liste. Schreibt ja gerne mal euer Feedback, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten bin ich jetzt aber raus an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn du ein Däumchen nach oben da lassen würdest, wenn es dir gefallen hat. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Ausgaben von Forza Horizon 4 wieder. Mach's gut. Ciao.